Servus Leute, ich bin Philipp und willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich 10 Gegenstände, die ich mir holen würde als Einsteiger. Fangen wir auch direkt an, und zwar mit der 0. Nicht mit der 1, sondern wir fangen mit der 0 an, was super wichtig ist, was jeder eigentlich mit dabei haben sollte, wenn er rausgeht im Wald mit einem Messer vor allem, ist das First Aid Kit. Zählt jetzt nicht zu meinen 10 Gegenständen mit dazu, weil man sich das ja eh individuell zusammengestaltet und man gibt es fertige, wie auch immer, aber First Aid Kit, packt es mit ein. Super wichtig, weil man hat sich super schnell in den Finger gesägt mit einer Säge oder mit dem Taschenmesser mal kurz geratscht. Ja, ich habe hier schon wieder 1, 2 Wunden, wo ich unterwegs war und mich direkt verletzt habe. Deswegen First Aid Kit, Platz 0, aber steht trotzdem an erster Stelle. Wir fangen jetzt an mit den Gegenständen. Gegenstand Nummer 1 ist das Mora-Messer. Würde ich mir als Einsteiger jederzeit wiederholen. Das ist jetzt das Mora-Messer, was ich als erstes geholt hatte. Es ist schon super runtergerockt, man kann damit batonieren, schnitzen, es bleibt super lange scharf. Das ist jetzt schon nachgeschliffen hier. Wenn ihr euch hier oben das noch ein bisschen anschleift, ja, das ist jetzt schon wieder weg bei mir, dann könnt ihr sogar damit einen Feuerstahl benutzen. Wir probieren es gleich mal aus, ob es noch funktioniert, aber die Kante fühlt sich nicht mehr ganz so scharf an. Deswegen hier oben ein bisschen anschleifen und dann könnt ihr damit sogar einen Feuerstahl bedienen. Also Mora-Messer ist an Platz 1. Kommen wir zum nächsten Gegenstand. Das wäre auch schon direkt der Feuerstahl. Holt euch einen Feuerstahl, probiert euch aus, testet ein bisschen aus, anmachen, wieder ausmachen. Einfach nur Übung drin zu kriegen, um das Ding hier zu bedienen. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Man kann so drauf machen, was ich nicht empfehlen würde, weil man sich dann das Zundernest zum Beispiel runterhauen würde. Man kann sich's hinlegen und dann, jetzt müssen wir drehen, so rum. Und dann kann man sich so die Funken reinhauen. Da gibt es verschiedene Varianten. Probiert euch da aus, holt euch einen Feuerstahl. Muss jetzt auch nicht der ultra teuerste und größte sein. Bei denen habe ich jetzt schon relativ lange. Er ist schon gut runtergerockt. Ist auch kein spezieller Namenhersteller hier, sondern das ist so ein No-Name-Ding, funktioniert auch. Aber wir wollten ja ausprobieren, ob das Mora-Messer noch funktioniert. Die Kante ist einfach durch. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen geht's noch. Aber die Kante ist durch, die müsste ich jetzt nochmal anschleifen. Dann würde man damit auch wieder einen Feuerstahl bedienen können. Dann kommen wir zu Gegenstand Nummer 3, und zwar eine Stirnlampe. Damit, wenn ihr doch mal nur eine Tagestour macht und doch länger im Wald seid, könnt ihr euch damit wenigstens ein bisschen den Weg leuchten. Klar, man hat eine Handytaschenlampe mit, das funktioniert auch, aber das, so eine Stirnlampe ist dann doch schon ein bisschen eine andere Hausnummer. Ich werde euch jetzt aber hier eine andere empfehlen, und ich benutze die Petzl. Die habe ich jetzt nur beispielhaft mitgenommen, weil das war meine erste Kopflampe, die ich mir geholt habe. Und ich habe es bereut, weil kein Rotlicht mit dabei war. Weil abends, wenn man so im Lager ist, dann doch diese helle Funzel anmachen, ist nicht ganz so geil. Erstens für die Augen und zweitens ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man gesehen wird, relativ hoch mit so einem Licht wie mit einem Rotlicht. Deswegen hier würde ich eine Stirnlampe empfehlen mit einem Rotlicht. Kommen wir jetzt zum vierten Gegenstand. Und zwar ist das der Tatonka-Handelmuck oder wie auch immer heißt. Ein richtig geiler Topf. Ich weiß es nicht, ob es mittlerweile in Titan gibt, aber es gibt diese Becher auch in Titan. Aber für den Anfang hat der hier mir vollkommen ausgereicht oder reicht mir immer noch. Ich nutze ihn nach wie vor noch. Man kann gar nicht mehr lesen, von wem der ist. Man hat hier drinnen auch nochmal eine Anzeige, eine Skala. Also dieser Topf ist richtig klasse. Und warum ich mir den geholt habe, zeige ich euch jetzt beim nächsten Gegenstand. Und zwar beim Gegenstand Nummer 5. Die Nalgene oder Nalgene, wie auch immer, Flasche. Weil die passt einfach hier in diesen Topf rein. Man hat dann platzsparend das im Rucksack drin und beides beieinander, Topf und Wasser, was man ja dann natürlich auch braucht zum Tee machen, Kaffee machen, wie auch immer, passt das super zusammen. Und deswegen habe ich mich für die zwei Sachen damals entschieden und nutze sie auch noch heute. Kommen wir jetzt zu Gegenstand Nummer 6, und das ist bei mir Gas und der Brenner dazu. Warum ich für Gas entschieden habe, ist ganz einfach. Ich nutze ihn erstens selber noch auf langen Touren aus einem Grund, und zwar die Zuverlässigkeit. Es funktioniert relativ zuverlässig, sage ich mal, kommt immer auf die Witterung drauf an. Bei kalt, ja, da muss man ein bisschen schauen, was für ein Gas man natürlich auch mitnimmt. Aber ansonsten würde ich da auf Spiritus oder Lagerfeuer oder Esbit verzichten, sondern eher dann auf Gas übergehen. Allein nur aus der Sicherheit her und natürlich, weil es einfach super leicht zu bedienen ist. Ja, man schraubt drauf, macht ein Feuer an und dann hat man schon die Möglichkeit, sein Wasser warm zu machen oder sein Essen zu erwärmen. Und deswegen würde ich hier als Einsteiger Gas empfehlen. Kommen wir zu Gegenstand Nummer 7. Passend jetzt zum Essen natürlich, der Göffel. Den würde ich jederzeit wieder empfehlen, hier so ein Göffel.
natürlich hier jetzt am besten ohne diesen Sägerand. Guckt da drauf, dass ihr euch den ohne Sägerand holt, weil ihr könnt ja eh nichts, müsst ihr wieder einen Stock holen. Da könnt ihr auch gleich die Gabel nehmen und euer Mora-Messer und dann euch zurechtschneiden, wenn ihr was schneiden müsst. Aber die Säge ist hier total sinnlos dran. Meines Erachtens tut mir weh beim Essen. Also müsst ihr hier so auf den Seiten aufpassen, da kann man sich dann schon mal verletzen. Aber ich würde diesen Göffel definitiv mir wiederholen als Einsteiger, weil es einfach praktisch, klein und man hat beides, eine Gabel und einen Löffel. Kommen wir jetzt zu Gegenstand Nummer 8 und das ist die altbewährte Bundeswehr-Unterlegplane, auch Elefantenhaut genannt. Die habe ich von Anfang an, also die würde ich mir jederzeit wieder als Einsteiger holen, weil die einfach super robust ist. Man kann sie hinflacken, gerade einfach sich draufsetzen, wenn es mal nass ist. Hierzu empfehle ich übrigens zum Zusammenhalten die Hosengummis von der Bundeswehr. Das funktioniert richtig gut, dann trottelt die sich nicht auf im Rucksack. Aber zurück zu dieser Unterlegplane. Ich würde sie jederzeit wiederholen, weil sie einfach richtig geil ist. Man kann sie einfach überall hinflacken, man wird nicht nass. Vorausgesetzt, man hat kein Loch drin. Meine hat schon ein, zwei Löcher drin. Kann man einfach mit Gaffer abkleben. Funktioniert dann auch weiterhin diese Unterlegplane. Kommen wir jetzt zu Gegenstand Nummer 9. Und das ist bei mir eine Isomatte. Hier in dem Fall ist es jetzt eine BW-Isomatte. Die würde ich auch empfehlen zu holen, weil sie vielseitig einsetzbar ist. Gerade wenn man unterwegs ist und man Feuer machen will, kann man sich draufknien. Oder man macht eine Pause einfach, es ist alles nass, kann man die sich hinhauen und draufsetzen. Man kriegt keinen nassen und auch keinen kalten Hintern. Und natürlich auch als Isomatte verwenden, drauf schlafen. Und man kann sich einfach mal so auch aufklappen, am Baum lehnen. Also hinsetzen und am Baum lehnen, ohne dass man dreckig wird oder nass wird. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zu Gegenstand Nummer 10. Und zwar ist das bei mir das Tarp. Das Tarp hat bei mir angefangen mit 4 Abspannpunkten. Ja, da kann man sich das A-Frame bauen, da kann man sich so ein Shelter bauen, wo ein bisschen ein Dach ist, mit Stöcken vorne drin. Aber ich wollte irgendwann diese ganzen anderen Aufbauvarianten machen, weil die einfach Laune machen, mal auch auszuprobieren, rauszugehen, ein Tarp aufbauen, mal die Variante. Und bei dem anderen mit den wenigen Abspannpunkten, ja, war der Spaß schnell weg. Deswegen hier empfehle ich wirklich, holt euch gleich so ein Tarp hier mit 19 Abspannpunkten, das jetzt 3 auf 3 Meter, gibt es auch 3,50 oder 4 Meter, also 4 auf 4 oder 3,50 auf 3,50. Aber mit dem 3 auf 3 könnt ihr schon relativ viel bauen. Und ich glaube auch, das 3 auf 3 ist so das gängigste Tarp, was es so gibt. Und da gibt es auch relativ viele Aufbauvarianten. Kann ich nur empfehlen, dieses Tarp mit dem Muster, das hat auch das Tarp selber. Ich habe noch ein anderes mit, dass ihr mal einen Unterschied seht. Ja, das hat relativ viele Braun- und Schwarztöne, ist größer gefleckt auch hier. Das ist kleiner gefleckt. Das hier kann man gut so im Herbst verwenden. Das hier ist so eigentlich gefühlt ein Allrounder. Frühling, Sommer und im Herbst kann man das hier nehmen. Im Winter, wie gesagt, sind die beiden grün natürlich sinnlos, wenn Schnee liegt. Aber ich würde auf jeden Fall ein Tarp empfehlen mit 19 Abspannpunkten. Ja, das wären jetzt meine 10 Gegenstände, die ich mir holen würde, wenn ich nochmal anfangen würde. Weil sie haben sich einfach bewährt über die Zeit und sie machen einfach heutzutage noch richtig Spaß. Und ich nutze sie nach wie vor noch, teilweise, nicht mehr alle. Und mich würde mal jetzt noch interessieren, welche Gegenstände würdet ihr noch einpacken? Haut's mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.